Warte mal, ich guck mal, ist das Handwerk? Kann ich mir... Ich hab nichts für eine Fackel dabei, ne? Nee. Alter, geil hier. Boah, das ist schon geil. Boah. Auch mit dieser Überetage hier. Oh, nice. Erinnert mich jetzt schon wieder an Tristram. Tristram? Tristram. Voll geil hier. Ja, feier mega. Ich sehr. Oh, meine Fackel ist kaputt. Ups. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Wurzeln zurückkommen. Ich würde mich freuen, wenn man hier zurückkommt und wir wissen, oh, wir haben das befreit und so. Oh, na, wir befreien so ein bisschen das Land irgendwie nach und nach. Okay, kommen die wirklich wieder? Auch bei so Hauptstädten? Also ich glaube, also unten zumindest auf jeden Fall. Bei Hauptstädten weiß ich nicht, ob es anders ist. Hm. Oh, ist das cool hier. Ich wünschte, man könnte auch so Pflanzen... Oh, ich würde das auch so gerne machen. Pflanzendekor und so. Hm. Geh mal arbeiten! Oh. Ich wollte ihm leicht über den Rücken streicheln. Fand er nicht so gut. An diesem Tag ging er nicht mehr arbeiten. Aber geil, mit der Sonne jetzt, ne? Dass jetzt hell wird hier. Okay, die kommen hier auch Boah, wieder. Ja. Oh, schade. Hm. Das ist ein bisschen schade. Holzsäure. Okay, kann ich alles wieder löschen gleich. Oh, ein Wasser. Hm. Abbauen. Ach, Bücher. Bücher nehme ich mit. Oh, geil. Oh, ich wünschte, ich könnte auch so bauen. Hä? Ich frage mich halt, ob man auch so bauen kann oder ob das viel auch mit Entwicklertool einfach geht hier. Also zerstören kann ich zum Beispiel nicht, also Pseudo, aber nicht richtig. Es sei denn, ich werfe Bomben oder so. Ansonsten die Häuser an sich kann man nachbauen. Größtenteils. Voll geil. Oh. Ah. Wahrheit oder Pflicht? Claudi, wie wäre es mit ein wenig Unfug? Wir treffen uns heute Abend mit June und Ricky in der Kellerbucht. In der Kellenbucht, oh. June will die Laterne ihres Vaters stehen, damit wir bei Einbruch der Dunkelheit dort ankommen. Ich weiß seit letztem Sommer, wie man an den Wachen vorbeikommt, also keine Sorge. Ricky sagt, er wird ganz laut schreien, um in der Bucht alles auf sich aufmerksam zu machen und die Echsenkreaturen herauszulocken. Ah, ja, sowas heißt das. Aber ich glaube, er wird sich nicht trauen. Er ist nämlich ein Feigling. Klettere um Mitternacht aus dem Fenster, wenn du dich traust. Ich habe ein paar Laternen für dich draußen gelassen. Und Snacks haben wir auch. Oder sag Ricky, dass du ihn magst. Das wirst du aber auch nicht. Du bist auch so ein Angsthase. Warte mal. Wir treffen uns in der Kellenbucht. Die Laterne, wenn wir dort ankommen. Ich weiß letzten Sommer, wie man Wachen vorbeikommt. Ist aber nichts. Ist kein versteckter Schatz, oder? Ich glaube nicht, oder? Weil letztes Mal hat uns das ja wohin geführt, aber diesmal war es ja nicht so. Boah, geil mit den Zinnen. Mit diesen Burgzinnen. Ist auch geil. Boah. Zinnen? Zinderassabum. Cinderella. Mein Name ist Zündi. Oh Gott. Okay, kommt man hier irgendwo hin? Was mit dem UE5-Editor kannst du alles verändern, eigene Maps und Mods erstellen. Ja, gut, aber das ist ja. Also, das ist ja dann schon Modden. Das ist Modding! Leute, das ist Modding, hört auf damit. So, da oben ist eine Kiste drauf. Ich warte mal noch, bis der eine... Warte mal, Tobi, noch nicht hier drüber springen. Ich warte noch kurz, bis der eine Typ wieder zur Kiste latscht. Habe ich dir nicht mal eine Pfeile geschickt? Ach, jetzt habe ich Kupferpfeile. Soll ich die wieder schicken? Oh, nein. Okay, soll ich dir die Pfeile wieder schicken? Nee, nee, schon gut. Sag mal, was ist mit dem los? Motiviert. Einer! Vorsicht, von hinten kommt noch einer. Aber der ist heselig. Voll der Heselon, sagst du? Die Schnappschwein. Nein, mein Weapon ist kaputt. Geil, wenn ich einfach nichts treffe. Geht doch. Hör, ging noch. So, noch ein Brief. Warte. Halt, lesen. Gestern ist der Fluss übergelaufen. Ist einfach über den Bordstein gestiegen und bis zum Platz geschwemmt. Die sonst sanften Wellen des Flusses schäumten an der großen Treppe. Eine heftige Flut, sagten sie. Flussaufwärts muss sie eine Blockade gelöst haben.
aber ich bin anderer Meinung. Das Wasser schmeckt anders. Es peitscht gegen unsere Außenmauern und steigt immer weiter. Während der Herrschaft von Königin Erlands wäre das nie passiert. Unser Königreich wird unter Gormanda zerfressen. Wir sind schwach geworden. Oh. Geht zu Gormanda Gordon? Du lachst, ich hab's genau gehört. Ich weiß nicht warum, Tobi. Oh, okay. Oh, ist das geil gebaut hier alles. Ich liebe alles hier. Ja, ist mega. Hafen. Gut, ich habe ein Shader-Problem, aber ist egal. Oh ja, der meint den Disco-Shader da vorne. Ja, ja, ja. Hast du auch, okay. Oh, warte mal. Tobi, Sekunde. Oh geil, hier oben ist kein Miasma. So. Guck ihn dir an. Oh, naja. Ja, komm, ist aber low. Zerlegen. Stufe 15. Rostiges Kurzschwert. Was ist denn damit? Okay. Sag mal. Dein fucking Ernst? Warte. Oh! Vorsicht! Vorsicht! Da ist so eine gute Dame. Ja, hier. Oh, Alter, als ob die mich hier trifft. Willst du mich verarschen? Durch irgendeine Nische? Homing-Missiles. Ja, aber durch irgendeine Nische hat die mich getroffen. Hä? Ach, eine Pflanze ist hier auch noch. Nein! Oh, da ist Lava, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, ich bin tot. What the fuck? Alles klar. Der Tag, an dem Tobinator starb. Alter, ist das eklig. So, wo ist denn die Alte? Hier schwebt ihr hinterher, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Oh, ich habe sie sanft in den Tod geleiten hören. Ja, 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 sie ganz zärtlich. Kann ich dir überhaupt wieder erwecken? Ja, ja, ich lieg neben der Lava. Ich hab's noch rausgeschafft, bin dann da gestorben. Warte, warte, hier ist noch ein Blümchen. So. Hab ich natürlich auch einmal erwischt. Hallo? So. Ich komm. Tobias, ich komm. Ei, Gude. Wow, du hast aber gute Beckenbodenhaltung, also wow. Erik, ich hab ihn durchtrainiert bis nach Mappen. Ich seh's gerade, wow, wow. So. Moin. Morgen, mein Prinz. Oh, nicht schon wieder die Viecher. Am waking up. Oh, die machen so scheiße viel Damage, diese kleinen Mistviecher, ne? Und diese Zweihandwaffe ist ekelhaft. Weil ich sie langsam. Also meine zumindest. Ja, ja, mega langsam. So. Super duper ätzend. Ich muss auch immer koordinieren, Tobias. Wow, okay, hier sieht's ja aus. Da drüben war noch ein Brief. Den sollte ich vielleicht nochmal mitnehmen, ne? Ich folge ihm. Suchen wir nicht eigentlich den Kochtopf oder so? Oh, oh Alter, warte! Ja, auch, natürlich, da gebe ich dir recht, aber das soll hier irgendwo sein, im Gebiet. Punkt. Irgendwo hier im Gebiet, Tobias. Warte, hier ist ein Brief. Oh, der Verfasser sitzt noch da, ist begeistert einfach. Wenn die Flut steigt. Mein ganzes Leben lang ist die See an meiner Seite gewesen. Ihr Gesicht glitzerte tagsüber, geschmückt von wirbelnden Lichtern, sanft von der Sonne gestreift. Meine Sorgen verblassten bei ihrem Anblick, selbst als sie sich erhob und gewaltig über ihre Grenzen wogte. Sie fegte alle meine Sorgen und Schmerzen fort. Jetzt verblasst das Licht in meinen Augen. Ich höre den Widerhall der Wellen in meinem Ohr wie das Flüstern aus einer Muschel. Sie kommen näher. Ich habe alles, was ich habe, hier unten versteckt, damit sie es nehmen kann. Mein Abschiedsgeschenk an meine alte Freundin. Hier unten versteckt, Tobi. Hier muss irgendwas sein.
Nö, nicht schon wieder. Au. Ah. Oh. Ach nee, das kann doch nicht. Wie dumm kann man sein? Oh mein Gott. Was denn? Soll ich dich Tobi nennen oder Toti? Ich weiß nicht mehr genau. Diese Dreckslava, Alter. Was ist denn das? Oh, wie du vibrierst einfach. So. Moment. Warum ist man denn immer sofort tot, wenn man da einmal kurz mit einem kleinen Fußzeh reingeht? Vielleicht Allergie? So. Toti, lass dich nicht ärgern. Erik. Aber wo unten versteckt? Er hat gesagt, er hat alles hier unten versteckt, aber wo? Ah, gut, hier unten wahrscheinlich nicht. Wow, hier ist Baumharz. Unter dem Schrott vielleicht hier? Ah. Ah, nicht schon wieder. Kannst du nicht, kannst du eben... Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, okay. Oh, Kiste. Hast du? Mach du die mal auf. Das Oh mein Gott, Erik! Das ist ein großer! Was ist denn das? Das ist ein großer! Oh Gott! Oh! Junge, wo kommt er denn auf einmal her? Boah! Warte mal kurz den hier. Hex, Hex. Oh Gott, der geht immer einen Schritt nach vorne. Wo läuft der hin? Ich komme mit. Ist das eine gute Idee, Tobi? Ja, sicher. Guck mal, der macht ja, guck mal, der ist beeindruckt. Wie krass wir dem geben. Wow. Weißt du, der Chat lacht uns jetzt wieder aus, weil wir schon wieder einen Boss festgebackt haben. Wir können da auch nichts für. Der lacht uns nicht aus. Das sind Skills einfach, Wir machen das nicht mit Absicht oder so. Das ist Strategie auf der einen Seite und natürlich sind das Skills, den festzusetzen zu können. Okay, ich bin ganz ehrlich, Tobi, diese Kiste war ein Witz. Aber ich habe einen Mana-Trank. Ja, deswegen dachte ich halt. Mm, ja, ja, super lieb von dir. Puh. Plündern. Oh, ein Dietrich. Cool. So. Oh, die Stadt ist voll geil. Ich feiere die. Oh, die respawnt man. Cool. So, warte, wenn wir schon mal hier sind, kann ich irgendwas zerlegen. Ein Miasma-Holz kann ich löschen. Ein Teer kann ich löschen. Ein Zweig kann ich löschen. Myzel. Zwei Steine lösche ich mal. Ein Nagel, den behalte ich. Der gute Nagel. Oh, hey, Tobi, wir kriegen Besuch. Ja, 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 beruhig dich mal. Ist doch eh tot. Haha. Boah, der Zauberstab ist eigentlich doch ganz nice. Der kleine. Au. Was war das denn? Na, Toti? Na, Toti? Also, ich lebe noch, Tobi. Aber ich Alter. Lebe noch, Tobi. Halt. Halbe Welt weggesprengt gerade. Was war das denn gerade? Puh. Hab ich voll erschrocken. Oh, geil. Warum, ich geh erstmal hier drüben rein. Wie schlabbert es hier überall, ne? Gehst du unten rein? Ja, ich habe ein bisschen Angst, hier unten reinzugehen, aber ich tue es. Alter. Nun. Warte kurz. Oh, ein Frischluft hier reinlassen. Das ist eine gute Idee. Okay, cool. Die Tür zugemacht? So. Ja, jetzt stinkt's hier draußen. Oh, ah. Aua. Okay. Frech.
Wir nehmen extra jede Falle mit, weil das Spiel sonst zu leicht für uns wäre. Deswegen lassen wir uns extra, manchmal runterkillen und so. Ihr kriegt das, ihr kriegt das ja auch. Wir hoffen dann einfach, dass auch Gegner kommen. So. Damit es richtig, richtig schwer wird einfach. Ganz genau. So. Bücher. Ja, ja, ja. Und noch Nägel. Geil, gut, dass ich behalten habe. Okay, ich bin ehrlich, ich habe hier einfach keine Orientierung, wo wir sind. Nee, keine Ahnung. Aber es. Oh, oh Gott. Hier sind wieder die Mauern. Tobi, brauchst du, bist wieder. Hä, bleib doch mal stehen. Vorsicht, Vorsicht, das ist die Blume. Tobi, oh! Ach, jetzt kommst du wieder, oder was? Alter. Boah, ich. Vorsicht, da kommt noch einer. Nein, 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 nein. Oh, Tobi, ich bin gefallen. Toti. Wie es aber nicht verkraftet hat. Sag mal lieber nix. Jetzt kannst du mich auch mal retten, Tobias. Ich gebe dir die Gelegenheit noch einfach. Hier, noch bin ich hier nicht durch, also. Du schaffst das, ich glaube an dich. Hä, ja, easy. Easy game. Tobi, gib mir einen Kuss, komm. Gib mir den Kuss, gib mir den Kuss des Lebens. So. Wir noch eine halbe Stunde wartet mit dem Wiederbeleben. So. Ich starb, weil mein Tank versagte. Hä? Oh nein, nicht schon wieder. Oder? Oh, sag mal! Diese scheiß Kackviecher, ich hasse die so sehr, ne? So. Junge, Junge, Junge. Tobi, was denn? Das sind diese Explosive-Dinger. Ach so. Ah, da ist auch noch irgendwas. Ach, diese. Eine Blume. Das ist eine Blume. So. Das war eine Blume. Macht mich schon ein bisschen geil, wie du da mit deinem Stab rumwegelst. Ja, ja. Oh, das ist doch nicht, wo ich war. Oh, ich komme. Oh, shit, 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 shit. Gott, ich hasse es, keine Rüstung zu haben. Oh. Irgendjemand rastet hier doch noch aus. Ja, warte mal, hier lebt doch noch. Warte. Echt, wo? Ja, jetzt nicht mehr. Ah, okay. Oh. Ja, ja, ich bin leider relativ unterbestückt. That's what she said. Ich habe sau wenig HP halt nur. Ich bin mal sehr schnell sehr tot. Sieht ja spannend hier drin aus. Ich könnte mal so einen Reparaturtisch gebrauchen. Oh, Alter, diese Viecher, ne? Ich. Vorsicht, Tobi. Kann ich dir mal kurz für was begeistern? Na klar. Was denn? Warte, also erstmal. Erstmal das hier wegmachen, das ist ganz gut. Und zweitens, warte mal, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Wie kommt denn hier? Okay, Nummer 1. Warte, warte. Bitte bleiben Sie. Magst du die Wache des Nordens Hose haben, Erik? Weiß ich noch nicht. Ich würde die vergleichen gerne. Ja, ich schicke sie dir. Ja. Schick mir. Aber bitte bleib noch mal draußen kurz. Achso, gut. Okay, ja, okay. Okay, gut. Oh, da haben sie auch noch zwei Käfer versteckt. Okay, ich glaube, das war's schon. Ja, hier liegt noch ein Brief, okay. Hä? Aber. Hä? Ah, hier. Von hier, von hier geht's. Okay, weird. I don't know. Wir sind ausgesperrt. Die Bastarde haben die Tore zur inneren Stadt verschlossen. Wir Armen sollen jetzt hier wohl sterben. Das wird nicht helfen. Die Armee von Vorgoth wird sie schon in die Finger bekommen. Brennen sollen sie. Gormanda soll Stahl fressen. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin zwar versteckt, aber ich habe immer noch diese verfluchte Krankheit vom letzten Winter. Wenn mein Körper mich jetzt im Stich lässt, wenn ich niese, wenn ich huste, während die Nordlinge draußen herumschlendern, werden diese Abwasserkanäle mein Grab sein. Ich zittere.
Das ist nicht mein Schüttelfrost. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist... Hier weht Wind. Nein, das ist Atem. Scharf wie eine Klinge. Ich kann nicht sehen, woher oder von wem er stammt. Es ist in mir. In meiner Kehle. So kalt. Es ist Säure. Es ist schlimmer. Schlimmer als die Kanalisation. Hilfe! Es fühlt sich an wie der Winter. Aber Zeit zum Schreiben hat er noch. Wie wär's mit einem Schal? Überleg mal, du stirbst. Das ist aber süß, oder? Das sind zwei Knochen. Ich muss mal ganz kurz rauslaufen. Ja. Oh Gott, ich auch, ja. Miasma. Ja, ich auch. Ah, natürlich, was willst du jetzt? Was willst du jetzt? Du bist unnötig. Unnötig, junger Mann. Bist du, wo waren das hier? Ah, hier. Tobi, folgen Sie mir einfach. Huh. Oh, wo bist du denn? Hier oben. Hallo hier. Folge meinem kleinen, hier, meinem Namenszug. Hier ist Out of Miasma. Ich habe jetzt eine Minute weniger Miasma als Strafe, weil ich die Handschuhe anhabe. Warte mal. Ich habe ja noch 10 Fähigkeitenpunkte, ne? Wollte ich mal kurz sagen. Ich könnte mir mal ein paar XP. Schon wieder? Ein paar AP geben. Wo hat der die immer her? Ja, ich finde die immer so. Die liegen so rum. Erhöht die Gesundheit um 50 pro Attributspunkt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ein bisschen Konsti. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Das brauche ich ja dann nicht unbedingt, glaube ich. Physische Rüstung gewährt 10% mehr Rüstungspunkte. Ist, glaube ich, aber auch ganz geil für mich, oder? Brückenschubser, ja. Dankeschön. Vielen Dank, Brückenschubser. Vielen Dank. Brückenschubser? Brückenschubser. aber ich glaube, die ist auch ganz gut für mich. Ich vertrage halt zu wenig einfach. Ich will nicht tanky werden, aber ein bisschen mehr Zeit wäre gut. Oh, dafür auch nochmal. Ausweichangriff. Den Rest würde ich aber später mal gucken. Ich habe immer noch 7 Punkte. Willenskraft. Erhöht das Mana um 20 pro Attributspunkt. Das mache ich auch mal gerade. Und hier nochmal Willenskraft. Nehme ich beide mit. Gegenschlag. Nachdem du Schaden erhalten hast, besteht eine 20%ige Chance, 50% des Schadens als Feuerschaden auf den Angreifer zurückzuwerfen. Oh. Nehme ich auch mit. Beim Angriff mit einer Magiewaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Ja, machen wir. Nehme ich auch mit. Jetzt habe ich noch einen. Ich kann die Erdaura bald machen. Aha. Das heißt, da steht, jeglicher Schaden gegen den Spieler im Umkreis von 10 Metern wird um 10% reduziert. Oh, das ist aber auch nett. Das ist geil. Das ist auch geil. Oh ja, ich habe mehr HP. Ich glaube, ich sehe es schon. So. Oh, Kreppi, hast du gewonnen? Geil! Viel Spaß mit dem Game. Ich weiß gar nicht, was du gewonnen hast, aber viel Spaß mit dem Game. Geil. Trinkst du auch gerade? Nein, niemals. Das war gerade so weird. Ich trinke gerade die Cola und höre Trinkgeräusche aus dem Kopfhörer. Aber es war nicht meine. Das war irgendwie weird gerade. Warte mal. Das hier sieht irgendwie so cool aus, ne? Aus wie Eif. Guck mal, du kannst hier vorne stehen im Hochzeitskleid und kommt dein Bräutigam nach vorne geschritten, Tobi. Guck. Nicht? Na gut. Oh, hier kann man sich nach oben ziehen, okay. Ah, Out of Reach Treasure Rare. Okay, ich hoffe, das ist ein gutes Game. Ich kenn's ehrlich gesagt nicht. Oh, noch ein Checkpoint. Okay, geil. Oh, wie schön diese Stadt einfach ist. Boah, ja. Ich eskaliere. Oh, Bücher nehme ich auch wieder mit. Hier sind sehr viele Bücher. Oh. Was denn? Tobias, hast du Freunde gefunden? Oh. Ja. Schon. Also, sie ziehen wieder von dannen. Ah, okay. Was da draußen wieder los ist. Sind nur Äste. Oh, schön. Radikaler Rüdiger. Dankeschön, lieber Radikaler Rüdiger. Was ist denn da los? Was sind denn da bei dir für Leute? Ich hab keine Ahnung. Aber halb. Schubser, Radikaler Rüdiger. Halbe Montagsdemo im Chat. Dankeschön, vielen Dank. So, auch schön.
Oh, warte mal. Da drüben ist noch irgendwas Rotes. Oh, Mist, ich bin runtergefallen. Hier sind noch rote Sachen. Ich höre... Ah. Jürgen, ich komme. Tobi, du hast Besuch. Du ziehst die Frauen wieder magisch an, Tobi. Ich habe mein Date mitgebracht für heute. Oder soll ich sagen, du ziehst sie magisch aus? So, warte mal, was haben wir hier? Oh. Plündern. Helles Irrlicht, was haben wir hier? Gormander wacht über uns. König Gormander, Sohn der glorreichen Erlands, Schutzpatron des Düsterdickichts und der Hochweiden, wacht über uns. Sein ehrvoller Blick vereint uns alle, beschützt uns vor Unheil und geleitet uns in ein neues Zeitalter des Wohlstands. Ja, ich bin ganz ehrlich, hat ja gut geklappt mit eurem Gormander. Ich kenne nur Glumander. Wäre vielleicht die bessere Option gewesen. Ich glaube auch. Brückenschubser nochmal Dankeschön. Lieber Brückenschubser nochmal Dankeschön. Warte. Leuchtensteins Blatt. Mal wieder nichts Gutes über Gormander. König Gormanders letztes Geschenk an Leuchtenstein ist, gelinde gesagt, ein absoluter Reinfall. Danke, Tofus. Dankeschön. Was ist denn da los? Hey, danke, Drasang. Hört mal auf jetzt. Dankeschön. Ich muss so vorlesen. Danke geil, euch. Erik, ganz herzlichen Geburtstag. Der habe ich gar nicht. Der kleine Sigi, Dankeschön. Viel Dank. Ich weiß, was er. Doch, hat er. Hör auf zu lügen, Tobi. Was ist da los? Dankeschön. Wir lesen gleich los. Ja, wir lesen gleich los. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber. Texo-based, auch dir Dankeschön, Texo. Dankeschön. Wie immer, Dankeschön. So, König Gormanders letztes Geschenk an Leuchtenstein ist, gelinde gesagt, ein absoluter Reinfall. Und natürlich der lachhafte Versuch eines Mannes mit Holzgebiss, seiner glorreichen Mutter nachzueifern. Es ist eine überaus platte und uninspirierte Geschichte, seichter als die Wasser von Weißwind. Letzten Sommer, ihr erinnert euch, wollte unsere Lordschaft die Oberstadt in Gormander Gärten umbenennen. Zivile Unruhe verhinderte dies. Leider wurden wir stattdessen von einer Statue seines Abbilds gesegnet. Der Blick der besagten Statue ist genauso schlaff und müde wie des Königs Einstellung zu den brodelnden Konflikten im hohen Norden. Das Beste an Gormander ist und bleibt, neben seiner gefüllten Goldkammer, sein hölzerner Überbiss. Ramone Jones, Leuchtenstein-Blatt-Editor. Skaliger, dankeschön. Skaliger, vielen Dank, dankeschön. Weißt du, da haben sie endlich eine geile Bude hier, alles schön, alles toll und dann fangen sie an, den König zu hassen. Oh, na klar. Aber ist auch geil hier. Menschen. Also sieht auch so gut aus hier, ne? Halt eine richtige Stadt. Ich hätte es gern gesehen, als es noch ganz war. Ja, verdammt. Oh, da oben kann man auch noch irgendwie rüberspringen. Oh, geil. Ich will das alles erkunden hier. Oh, mein Nacken. Mein Nackne. Warte, da ist auch noch ein Brief. Oder? Ist das ein Brief oder ist das unser Ziel? Nee, ist ein Brief. Die Katakomben. Ich bin unruhig. Des Nachts dringt hinter den Mauern ein Stöhnen in meine Ohren. Ein Röcheln, knirschend und dumpf. Ein Wimmern aus einer Kehle, trocken wie der Sand eines Ödlands. Ein hohles Klopfen gegen meinen Schädel. Es heftet sich an meine Wirbelsäule und erschüttert mein Inneres mit jeder Vibration. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe Holz und Nägel mitgebracht, was auch immer es ist. Ich lasse es nicht herein. Hast du eine Fackel zufällig gerade da? DHL-Fahrer. Nee. Oh, shit. Hast du aber, ich kann mal eine machen. Warte, Erik. Oh ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich hab da mal vorbereitet, wa? Hervorragend. Ich finde 1000 Sachen, aber ich kann keine Fackel machen. Hier. Da müssen wir bestimmt rein, oder? Aha. Hä? Richtig krass zugenietet einfach. Da kommt niemand durch. Nee. Oh, einmal Wasser, okay. Tja. Bücher nehme ich mit. Noch bist mal. Du der Tod, die von dem Erik sprach? Sag mal. Kannst ja wirklich keinem erzählen, ne? Frechheit. So Frechheit. Ich finde es gut, dass der Name sich durchsetzt einfach. So ein schöner Kosename einfach für dich. Weißt du, Hanesepp, du bist reingefordert und hast jetzt wirklich 10 Minuten gewartet, bis der Follower-Dings raus war, um das jetzt reinzuschreiben? Ich finde das gut. Was war deine erste Chat-Nachricht? Ich finde das gut, Tobias. Warum bist du immer so judgmental? Komm. Ich judgmental dir gleich mal. Oh, Tobi, guck mal da unten übrigens, ne?
guck mal da unten. Ach du Heilige, was ist denn das? Noch ein Würzelchen, aber ist das, ist aber nicht die von vorhin, oder? Nee. Muss eine das andere sein. Das sieht mehr aus wie ein Böschen, oder? Ist das, das sieht mehr aus wie ein Boss. Ist sie größer als sonst, oder was? Ja, die hat oben auf jeden Fall so ein Ding, so ein... Ja, ja, du siehst ihn nicht von oben. Das ist, das, glaube ich, der Unterschied. Bist du dir sicher? Weiß ich nicht. Ich finde die anders als die anderen. Aber gut, vielleicht täusche ich mich auch. Kann auch sein. Oh, wir können doch mal rein. Können ein Safe Game anlegen. Ich bin noch nicht bereit, Tobi. Ich warte noch auf Tag. Zehner, wenn du runterspringst. Geronimo!